Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zum 52. Part der Disney Legacy Challenge. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid und ich freue mich sehr auf den heutigen Part. Der heutige Part wird ja auch wieder ein absolutes Chaos der Ereignisse. Die Ereignisse werden sich heute überschlagen. Das wollte ich, glaube ich, damit ausdrücken. Denn der letzte Part war ja schon sehr, sehr cool, denn Carlo und Riley sind zu Erwachsenen geworden. Wir haben die beiden auch ein bisschen umgestylt, beziehungsweise so ein paar Outfits hinzugefügt. Wir haben Carlo auch schon einen Job gegeben. Er ist jetzt Maler oder in die Malerkarriere eingestiegen. Riley haben wir noch nicht. Die hat noch ihren Minijob, da wir da einfach das Ganze noch ein bisschen chilliger angehen werden, denn sie wohnt ja auch noch bei uns. Aber worauf wir uns im heutigen Part fokussieren werden, sehr wahrscheinlich, ist der Geburtstag der Drillinge. Die werden nämlich zu Teenies, das heißt auch ein fettes Umstyling steht an. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und, meine lieben Freunde, das Baby wird wahrscheinlich geboren. Also ich weiß nicht, ob es zu 100% heute geboren wird, aber wir sind schon fast im dritten Trimester und ja, das wird dann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ja, doch, das ist Deutsch. Wie oft sage ich das eigentlich? Genau, das Baby wird eventuell geboren. Ich hoffe, das lässt sich noch ein bisschen Zeit, denn ich habe erstens noch keinen Namen. Ihr habt auf jeden Fall schon coole Vorschläge in die Kommentare gepostet. Was ist denn heute mit mir los? Ja, auf jeden Fall habt ihr schon coole Vorschläge geschrieben, aber ich habe mir da noch keine weitergehenden Gedanken zu gemacht. Ich habe nämlich auch, glaube ich, auch vor, dass wir den Geburtstag der Drillinge auch ein bisschen größer feiern, denn immer sind es drei auf einmal, die Geburtstag haben. Da können wir da bestimmt irgendeine Birthday Party oder so irgendwo veranstalten. Aber bevor ich jetzt hier mich wieder um Kopf und Kragen rede, was ich getan habe, starten wir einfach ins Spiel. Oder nicht? Was meint ihr? Machen wir einfach, ne? So, ihr Lieben, nach anfänglichen Startschwierigkeiten, denn ich muss den Update machen, dann ist das Update aber stehen geblieben. Dann muss ich den kompletten PC neu starten. Sind wir jetzt im Game. Wir sehen hier unsere liebe Snowy, die gerade... Snowy, ich darf sie nicht Snowy nennen. Snowy ist unser Hund. Snow, die gerade das Porträt von Alice zu Ende zeichnet. Um 2:30, die Arme ist auch schon richtig fertig. Die wird morgen erstmal einen entspannteren Tag haben, obwohl, nee, hat sie nicht, weil die Drillinge ja Geburtstag haben. Egal, wir werden versuchen, es ihr so gemütlich wie möglich zu machen. Ich denke, ich werde die Nacht jetzt einfach wieder überspringen. Sie wird jetzt noch das Gemälde beenden und dann haben wir schon den nächsten Tag. Okay, Leute, Riley muss in circa einer Stunde schon bei der Arbeit sein. Ich habe vergessen, dass sie ja morgens früh arbeitet. Da haben wir den Job ja dementsprechend angenommen, dass sie immer noch arbeiten gehen, zur Schule gehen kann. Muss sie aber jetzt ja eigentlich auch gar nicht mehr. Oh mein Gott, sie sollte eventuell einmal die Toilette aufsuchen und ja, essen kann sie bestimmt auch auf der Arbeit. Aber bevor du dir jetzt ins Höschen machst, ich glaube, das wäre nicht so gut. Die beiden hatten hier wieder Albträume, ne? Man kennt es, deswegen sind die jetzt wieder da nur am Nickerchen am machen. Aber halb so wild, Snow konnte das Porträt leider nicht beenden, denn sie ist schon in Ohnmacht gefallen und ich dachte ja, okay, jetzt können wir sie ja wenigstens einmal schlafen gehen lassen. Dann kann ja einfach mal Eric so zuvorkommend sein und alles verkaufen. Denke, das kriegt er hin. Also er kann ja leider keinen Mega-Verkauf machen, aber meistens verkaufen die dann ja trotzdem alles. Deswegen, let's go, tu das mal. Elsa ist schon wieder aufgewacht und hatte ein Albtraum und Eric hat Level 5 der Gartenfähigkeit erreicht. Sehr schön. Okay, was hast du jetzt? Trockene Haut. Boah, die mit ihren ganzen Wehwehchen. Mir ist auch aufgefallen, wir sind ja sogar erst in der Schule mit den Drillingen. Ich überlege aber, können wir denen einen Urlaubstag geben? Haben die Urlaubstage in der Schule? Nee, doch, haben die. Cool. Die sind sowieso alle Einser-Schüler. Perfekt. Könnten wir nämlich vielleicht noch ein bisschen an deren Fähigkeiten arbeiten. Nicht, dass sie es müssten, aber ich würde ja gerne das eine oder andere abschließen. Zum Beispiel 2 Stunden mit einem Erwachsenen lesen, das kriegen wir ja zum Beispiel bei Ella noch hin. Eine Freundschaft fürs Leben schließen? Elsa und Ella sollten ja Freunde fürs Leben werden, das kriegen die ja wohl auch noch hin. Ja, hier auf einem Spielturm spielen, wenn verspielt bei Milo, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin, weil dieses hier immer, du musst diese Mut haben, um das und das machen, um das zu erreichen, das ist immer ganz, ganz schwierig, aber dass wir wenigstens von den anderen beiden das Bestreben erfüllen könnten oder beziehungsweise die Stufe, fände ich eigentlich
eigentlich ganz schön. Hier könnten wir ja zum Beispiel auch noch ein bisschen was Kreatives oder so machen. Einfach, dass wir da noch ein bisschen, ja, vorgearbeitet haben, dass wenn die Teenies und Erwachsenen sind, da nicht mehr so hart dran arbeiten müssen. Milo würde ich, glaube ich, sogar ein bisschen, also er hatte in letzter Zeit sehr viel für die Schule und so gemacht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass er gleich einmal ein bisschen Doktor spielt. Die anderen beiden kümmern sich dann um ihre Bestreben. Finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Action. Deswegen werden die jetzt alle mal eben einen Urlaubstag nehmen. Riley ist zur Arbeit und sie wird fleißig arbeiten. Ach, das macht dann Sim bereits. Ja, siehst, seht ihr, die macht das einfach ohne, dass wir es ihr aufgetragen haben. Okay, Elsa, du möchtest Besties mit deiner Schwester werden. Dann können wir ihr noch mal, sie ja noch mal ein bisschen bequatschen, hier über Schule reden, über sonniges Wetter beschweren, über Interessen reden, weil sie sind ja schon relativ gut befreundet, aber halt auch noch nicht so extrem gut, dass sie, glaube ich, Freunde fürs Leben werden können. Aber wie cool wäre das denn, wenn die beiden, die auch sich ein Zimmer teilen, die sowieso sich gut verstehen, Zwillinge sind, Besties werden. Alice ist auch noch am Schlafen. Ich glaube, sie geht aber trotzdem halt in die Schule, denn warum eigentlich nicht? Wird aber natürlich vorher noch ihre Hausaufgaben erledigen. Das ist ihr natürlich auch ganz wichtig. Jetzt haben wir hier immer noch unseren Studienbescheid, den wir nicht öffnen können. Es ist eine Tragödie, Leute. I don't know what to say. Wie nervig ist das denn bitte mit dem ganzen Zeit mit dem Geräusch? Ja, das müsste man mal aufnehmen und daraus einen Sound machen. Hast du deine Hausaufgaben schon beendet? Also das finde ich auf der einen Seite jetzt ja auch cool, dass sie hier zwischendurch Pause machen möchte und sich Alice das zu Herzen nimmt, was halt Jonas gesagt hat, dass sie einfach mal ein bisschen runterkommen soll, an sich selbst glauben soll und das finde ich halt mega cool. So, was ist jetzt hier Action? Redet ihr jetzt miteinander? Nee, nein, ja, nein. Wo bist du? Achso, doch, ihr redet miteinander. Das finde ich jetzt mega schön. Dann könnt ihr doch noch über irgendwie hier Gespräch über letzten Geburtstag, um Ermutigung bitten. Ja, anschreien. Jetzt würde ich jetzt zwar nicht behaupten, dass ihr das macht. Milo, was ist denn los? Wolltest du nicht spielen? Ach so, er hat noch geschlafen. Kann mir jemand diese Entscheidung abnehmen? Welche Entscheidung denn jetzt schon wieder? Ja, mit deinem Studium. Ja, I don't know how to help you. I really, really don't know. Wann ist Eric denn bitte fertig? Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass du deinen Geburtstag bekommst, was du dir gewünscht hast. Och, ihr seid so cute. Ich drücke einfach alles an, was geht. Also alles Positive. Können die jetzt irgendwie schon Best Friends oder so werden? Das wäre irgendwie mega cool. Werden sie nochmal kennenlernen? Über unsere Schwester kennenlernen ist natürlich immer ganz wichtig. Liebevoll umarmen, das kann auch nicht schaden. Oh mein Gott, Leute, das ist ja wirklich so belastend, dass der immer noch da am Einkaufen am Verkaufen ist. Aber da wisst ihr immerhin, wie viele, ich meine, das wissen wir alle, wie viele Pflanzen wir haben. Nee, irgendwie sehe ich das immer noch nicht mit Freunde werden. Aber immerhin haben die nochmal ihre Sozialfähigkeit weiter ausgebaut. Riley ist auch schon wieder zurück. Das ging ja wirklich mega schnell. Okay, was können wir für unsere Dingsies hier machen? Ach, wir müssen die Nachbarschaften besuchen. Boah, daran müssen wir auch echt arbeiten, dass wir das hier auch ein bisschen erfüllt bekommen. Aber ich glaube, das wird erst was, sobald wir umgezogen sind. Deswegen würde ich behaupten, Riley, tu, was du möchtest. Ich meine, theoretisch könntest du auch nochmal... Sollen wir nicht einfach schon den Job annehmen? Weil... Jetzt kann ich zum Beispiel auch nicht gucken, was sie braucht für den Job als Landschaftspflegerin. Weil dann könnten wir wenigstens schon mal die... Oh, sie sind gute Freunde geworden. Das ist schon mal eine gute Action. Eigenschaften, die sie braucht, dafür aufbauen. War das Umweltschützerin? Umweltbeauftragte wollten wir dann bestimmt werden, ne? Weil der Rest macht überhaupt gar keinen Sinn. Gärtnerin wollten wir nicht werden. Ach so, man kann auch Botanikerin werden und Blumendesignerin. Aber nee, genau, das ist ja halt eigentlich schon Snow. Das wollten wir nicht. Ja, ich finde, dass Umweltbeauftragte dann eigentlich mega gut passt. Also ich glaube, das wollten wir dann auch werden und dass wir dann einfach Landschaftsdingsies genommen haben, so in dem Sinne, dass sie halt sich um die Landschaft kümmern kann, weil sie halt in Wirklichkeit auch Umweltbeauftragte ist und ihr dann die Umwelt auch sowieso mega wichtig ist. Du hast dir alle Naturdokumentationen angesehen und weißt, dass der Planet in Gefahr ist. Von der Aufklärung der Öffentlichkeit bis hin zur Durchführung von Forschungsexpeditionen möchtest du wirklich etwas bewirken. Veränderungen werden nicht über Nacht passieren, aber bleib dran und deine harte Arbeit kann blühende Ökosysteme hervorbringen. Berufszweig Umweltbeauftragte und Meeresbiologin. Ich finde das eigentlich ganz passend. Sie ist sogar am Anfang Feldarbeitassistentin oder das so ihre Berufung ist, aber ihr Beruf ist dann halt Umweltbeauftragte. Wir nehmen den Job jetzt einfach, weil ich kann hier nicht sehen, was sie dafür braucht. Oh nein. Soll Riley ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen? Arbeitsaufgabe, Naturschutz recherchieren, ist gar kein Problem für uns. Ja, ich glaube, das ist gut, dass wir das schon gemacht haben. Also so können wir schon mal an unseren Fähigkeiten arbeiten. Sie muss nämlich zum Beispiel auch Logikfähigkeit verbessern. Und dann wird sie jetzt direkt einfach mal über Naturschutz recherchieren. So können wir wenigstens schon aktiv was dazu beitragen. Ich glaube, Eric ist endlich fertig mit seinem Verkauf. Nein, ist er nicht.
Ach Leute, es ist so schwer, Besties zu werden. Ah nee, wir müssen von Elsa aussprechen, damit sie halt ihre Sprachfähigkeit, ihre Sozialkompetenz weiter ausbaut, weil das ist ja das, was sie halt gerne machen möchte. Eric, bist du... Er ist fertig, Leute. Er ist fertig. Könnt ihr euch das vorstellen? Mal eben hier alles weiterentwickeln, was geht. Okay, dann kann er eigentlich auch weiter an seinen Geigenfähigkeit arbeiten. Wiley wird angerufen, wahrscheinlich von Sam, oder? Nee, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Oh, Carlo meldet sich bei uns. Wie süß. Ja, danke, Bruderherz. Wir werden jetzt über Naturschutz recherchieren, denn wir sind ganz eifrig und freuen uns schon auf unseren ersten Arbeitstag. Alice macht hier an der frischen Luft ihre Hausaufgaben und sie ist einfach prettiest woman alive, meine lieben Freunde. Also Snow geht es jetzt auch schon ein bisschen besser. Ich würde sagen, du kannst jetzt auch aufstehen, damit du das Gemälde fertig machen kannst. Die beiden reden hier noch miteinander und oh, sie finden das voll schön, dass sie sich jetzt mal so richtig austauschen können. Gut, und dann müssen wir gleich noch, oder wollen wir, dass Ella noch einmal mit einem Erwachsenen liest. Aber das machen wir dann gleich, sobald hier... Wie sieht sie denn aus? Ach so, sie kommt ja gerade von der Arbeit, ne? Oder hat sie schon direkt, sie hat schon direkt Natursachen an? Wie cool ist das denn? Oh, und die beiden, I love you ganz doll. Und ich liebe ja auch einfach deren Outfits und so, ne? Ich finde es so traurig, wenn sie da nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Elsa und Ella werden ja wahrscheinlich so ihre Frisuren, so ihre Merkmale behalten. Und das finde ich halt auch immer so ganz cool, dass sich dann wenigstens so ein Merkmal so durch die Jahre zieht. Oh, das Bild ist auch so schön. Oh mein Gott, ich glaube, es ist fertig. Es sieht so schön aus. Was eine Kulisse, ne? Mit den Bäumen im Hintergrund. Wir machen die nächsten Bilder alle draußen. Oh, wir werden dann bestimmt nochmal die Natur zeichnen. Ich glaube, da hat Snow echt noch so einen Ausgleich gefunden. Jetzt haben wir schon Eric und Snow und Riley und Carlo und Alice. Was? Das ist Qualität schlecht? Also ich finde nicht, dass das schlecht ist. Dann wird Ella jetzt mit Snow ein Buch lesen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie das nochmal ging. Ah ja, genau. Und dann Kinder vorlesen. Ella. Oh, und Milo, der schaukelt jetzt hier noch schön. Und dann habe ich gedacht, vielleicht können wir entweder hier eine Gartenparty machen, dass wir hier irgendwie noch einen Tisch hinstellen oder so. Oder wir gehen irgendwie auf den Spielplatz. Also Elsa hat jetzt nicht so viel Spaß am Schaukeln. Die hat direkt wieder aufgehört, aber da sieht man dann auch, wo die Präferenzen der Kinder liegen. Das finde ich halt auch wieder mega cool, dass das halt einfach auch so wieder gespiegelt wird. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Also wir können nur sagen, übe jetzt schon einmal. Warum auch immer. Du kannst leider nur üben. Mehr können wir leider nicht für dich tun. Riley wird angerufen von Carlo, möchte vorbeikommen und abhängen. Natürlich, komm vorbei. Du kriegst auch einen Schlüssel. Hat er keinen Schlüssel mehr? Wir haben auch Post bekommen, ne? Okay, Carlo, du bekommst jetzt erstmal direkt einen Schlüssel von uns. Wohnungsschlüssel geben. Ich glaube, es hackt. Komm vorbei, wann immer du möchtest, mein Liebling. Nicht klug genug. Also irgendwas ist hier verbuggt. Ich kann immer nur eins anklicken. Ja, arbeite weiter daran, was auch immer. Erziehungslevel 1 erreicht. Oh mein Gott, Riley hat schon Erziehungslevel 1 erreicht. Okay, und wie weit seid ihr mit eurem einer Stunde? Oh mein Gott, sie hat es jetzt geschafft, Leute. Sie hat es einfach geschafft. Oh mein Gott, heute ist richtig heiß. Wir haben eine Hitzewelle. Da können die gar nicht nach draußen, da verbrennen die sich. Eigentlich können wir jetzt auch gleich schon los, würde ich behaupten. Wir haben hier ja eigentlich nicht mehr so viel zu erledigen. Ich würde jetzt nur gerne wissen, ob wir jetzt hier... Wir könnten Post holen. Ich würde sagen, dann holen wir die Post jetzt erstmal nicht, weil das ist mir ein bisschen too risky, dass wir jetzt die Post holen und dann ist da wieder Alice Dings bei und wir können das nicht. Ne, ihr wisst schon Bescheid. Sollen wir sagen, dass wir nochmal gucken, was wir platzieren können? Also ich fände cool, irgendwie so einen Kinderspielplatz oder so. Ich meine, ja, obwohl die werden ja zu Teenies, ne? Macht es dann Sinn, einen Kinderspielplatz zu platzieren? Also sowas ähnliches hatten wir ja schon, aber das war Indoor. Können wir auch irgendwas Outdoor-mäßiges platzieren? Von mir aus auch, nee, wir sind hier im Falschen. Hier ist ja auch noch irgendwie Platz. Theoretisch könnten wir es auch hier machen. Aber ist auch unnötig, können wir eigentlich direkt wieder in Newcrest machen. Da haben wir immer voll viel Platz für so Sachen. Vielleicht 30 mal, nee, oder direkt daneben wäre auch cool. 30 mal 20, dann können wir da direkt so Kinder-Gallery machen. Am besten Park, ne? Sowas hier, ja. Ja, das sieht schon mega cool aus, aber ich weiß nicht, ob wir die Sachen hier nutzen können mit Basketball und so. Wow, das ist ja mega. Ich habe sowas früher echt gern gemocht. Also ich war richtig gern in so einem Kids-Dings. Also zum Beispiel auch, wo du dann so hochklettern musst und sowas. Ich fand sowas immer mega cool. Auch cool, so mit Klettern hier. Das hatte ich. Das werden wir jetzt platzieren. Aber ich finde es schon cool. Wir haben hier Essensstand.
Strand und hier hinten kann man sogar was spielen. Hier gibt es auch irgendwie so Krimskrams. Ich glaube, da kann man einiges machen. Und ich würde sagen, jetzt können wir endlich reinstarten. Perfekt, schon über eine halbe Stunde aufgenommen und jetzt beginnt erstmal der Geburtstag. Okay, und ich glaube, wir lassen jetzt Riley die Party starten, denn ich kann mir vorstellen, dass sie die meisten Kinder halt auch noch kennt, weil die werden ja jetzt auch alle Teenies und sind dann ja nicht alterstechnisch so weit auseinander, weil die kleinen Kinder, die Kinder können ja leider noch kein gesellschaftliches Ereignis planen, dafür müsste man extra eine Mod runterladen. Okay, wir haben eine Geburtstagsparty, natürlich machen wir ein Prestige-Event daraus, warum denn nicht? Unsere Geburtstagskinder sind Milo, Ella und Elsa. Da wir ja weggehen, müssen wir schon alle einladen, damit die auch kommen können. Eine hier hat nicht mal einen Namen. Auch gut. Und natürlich laden wir noch Carlo ein und unsere Freunde. Ich weiß gar nicht, mit wem sind wir denn? Okay, wir kennen irgendwie doch nicht so viele. Yannick laden wir aber ein, weil da weiß ich, der ist ja noch gar nicht so lange Teenie und der war ja immer mit Ella richtig dicke. Den laden wir nochmal ein und ich weiß nicht, wen wir sonst immer noch als Freunde hatten. Florian Wall, die Walsh. Jen laden wir auch noch ein und ich glaube, das reicht erstmal. Dann können wir noch so gucken. Nadine. Ich weiß, dass wir mit Nadine befreundet waren. Stand hier gerade Nadine oder bin ich blöd? Keine Ahnung. Ich glaube, das reicht dann erstmal. Okay, und wir... Oh mein Gott, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht. Okay, ich hab's gefunden. Und wir machen jetzt eine dicke, fette Party. Party, Party, Party. Oh mein Gott, Leute, wir haben keinen Geburtstagskuchen. Don't have a birthday cake. Eventuell machen wir hier eine kleine Koch-Area hin. Ich finde, das ist ja auch ganz realistisch, weil man ist ja wahrscheinlich oft mit Kindern und so und die brauchen ja auch ein bisschen was, wisst ihr. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen einen Kokosnusskuchen. Wir sind ja im Sommer, ich glaube, das passt ganz gut. Okay, und dann können wir noch gucken, wen wir noch einladen. Also, wen haben wir denn noch so als Freund? Hier Nadine, die können wir noch einladen. Genau, sie kennt halt Yannick und Nadine. Okay, mit Nadine ist sie irgendwie verfeindet. Aber diesen Sebastian können wir ja dann ja auch noch einladen. Okay, unsere anderen Gäste, Freunde kommen auch. Oh, die spielen hier schon direkt alle. Das ist doch schön. Wir hassen uns. Oh mein Gott, Milo und Ella hassen sich wirklich. Das ist ein bisschen kritisch, ne? Egal, die spielen da jetzt zu viert erstmal eine Runde. Ich hoffe, wir können uns ein bisschen anfreunden. Das kann ja gar nicht sein, dass wir uns voll hassen. Also ich meine, es ist ja auch irgendwo realistisch, wenn sich Geschwister nicht so gut verstehen. Es ist ja auch vollkommen okay, sowas zu machen, aber dass sie sich haten. Oh, wie cool, jetzt spielen die hier zusammen. Oh, ich lieb's. Und hier ist es auch gar nicht so, es ist heiß, aber nicht diese krasse Hitzewelle. Snow macht währenddessen hier ihren Kuchen und die Leute sind auch schon alle hier. Riley kann ja mal ihre Freundin begrüßen. Eric, was hast denn du hier so dicke Sachen an? Genau, wir können hier mal irgendwie von Partner schwärmen, weil, why not, wer bist du? Detlef. Ein B-Promi. Hör mal, wir haben hier ein B-Promi auf unserer Party. Auch gar kein Problem. Okay, einen Kuchen haben wir schon mal. So, da müssen wir jetzt ganz schnell die Geburtstagskerze hinzufügen, damit wir hier... Und dann machen wir einfach auf einen Kuchen dann dreimal. Ist ja auch egal. Ich würde behaupten, dass wir jetzt hier auch schon starten werden. Oh, jetzt spielt Jonas mit. Super süß. Ist gar kein Problem. Welches nochmal unser ältestes Kind? Ich glaube Ella, ne? Wir werden jetzt einfach Ella zuerst sich was wünschen lassen. Ella, kommen Sie bitte her. Ihr Geburtstag steht an. Ich finde es echt cool hier. Okay, hier haben sich wieder irgendwer hat sich wieder gebieft. Oh mein Gott, die beefen sich aber gerade extrem. Naja, egal. Wir feiern jetzt hier erstmal Geburtstag, ne? Würde ich mal behaupten. Ella, unsere Disney-Prinzessin. Cinderella has happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Teenager sein, Liebesqualen, verschwitzte Sporthosen und hormonelle Veränderungen warten. Steig am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. Gut, und wir sind momentan eine Tierfreundin. Passend dazu können wir nämlich das Bestreben Tier auswählen. Da kriegen wir das Bonusmerkmal Tierzuneigung. Beziehungen mit Tieren beginnen mit höheren Werten. Und zwar, dieser Sim möchte mit den Tieren befreundet sein. Und ich finde, das passt natürlich dazu, dass sie Tierfreundin ist. Und das habe ich ja auch schon gesagt, dass ich gerne bei ihr auf die Schiene gehen würde. Sie war immer schon sehr tierlieb, ist auch immer mit Tieren aufgewachsen. Und
ich finde, das passt einfach zu ihrer Natur, hat ja auch schon Riley und zu ihr passt einfach das Tiermerkmal. So, und sie braucht ja auch noch ein Negativmerkmal. Theoretisch könnten wir jetzt schon eins nehmen. Ich weiß aber noch nicht genau, was zu ihr passen würde. Weil viele haben ja auch schon unsere Geschwister und das passt dann auch teilweise nicht so zu uns. Ordentlich braucht sie auch, glaube ich, ne? Weil sie ist ja der ordentliche Sim, der alles für jeden wegräumt. Das könnten wir ihr jetzt schon geben, damit sie jetzt auch als Teenie noch mehr aufräumt als vorher schon. Also Cinderella muss die Merkmale ordentlich und Genießer besitzen und da wir schon einmal Tierfreundin haben, würde ich behaupten, wird das nächste dann einfach ordentlich. Das ist dann ihr Negativmerkmal. Ja, Leute, es ist eigentlich ein Positivmerkmal, aber es gibt ja gar nicht so viele Negativmerkmale. Wenn wir halt nur die Merkmale nehmen, die sie besitzen muss, also ordentlich und Genießer, könnten wir halt kein eigenes Merkmal, was wir uns wirklich selber ausgesucht haben, wählen. Also nochmal, um das vorzulesen, auch wenn sie 6 Geschwister hat, hat sie immer gekocht und aufgeräumt. Obwohl ihr das einigermaßen Spaß macht, sehnt sie sich nach einem ruhigeren Leben. Und deswegen, sie muss die Merkmale ordentlich und Genießer besitzen, weil sie oft aufräumen soll und Essen kochen. Und sie darf nicht heiraten, bis ihre Mutter gestorben ist. Und sie darf nur maximal 3 Kinder bekommen. Und das passt ja auch, dass sie Tierfreundin ist, deswegen aufs Land zieht, damit sie mehr ihre Ruhe hat. Und sich da um die Tiere kümmert und wie auch immer, vielleicht eine Farm, man weiß es nicht. Genau, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so gut findet. Okay, du brauchst definitiv ein Umstyling. Das ist nicht die Ella, die wir kennen. Also ich finde die Frisur irgendwie mega cool, aber nee. Okay, jetzt müssen wir nochmal eben die Geburtstagskerze hinzufügen, weil jetzt geht's mit dem nächsten weiter. Und als nächstes würde ich sagen, ist Milo dran und Elsa ist einfach die Jüngste. Okay, Milo, let's go to the beach each. Oh, und Snow wartet wirklich die ganze Zeit, dass ihre Kinder Birthday feiern. Ella hat schon Tanzfähigkeit erworben. Okay, und jetzt ist Milo dran, unser Gangsterboy. Happy Birthday auch to you, happy Birthday. Oh mein Gott, er sieht manchmal aus wie ein Vampir, ne? Happy Birthday, happy Birthday und auch happy Birthday to Carlo. Oh, das ist aber auch eine Friese. Er wird vermutlich das Bestreben Beliebtheit angehen. Also, oh, bei Beliebtheit gibt es voll viel. Leitwolf. Dieser Sim möchte Leiter der besten Gruppe der Stadt werden. Partylöwe. Freund der Welt. Witzbold. Vertrauensvoller Nachbar. Und das ist neu. Oder weltbekannte Berühmtheit. Das wäre einmal eine Richtung, die wir mit ihm gehen könnten. Dann natürlich Vermögen. Herrlich reich. Liebe. Serienromantiker. Also, wenn Serienromantiker, weil er will ja so ein bisschen auch die Mädels verarschen. Also, er wird halt so ein bisschen der Bad Boy. Deswegen wird natürlich mehr passen, dass er sich ins Getümmel stürzen möchte und zur Verabredung mit allen möglichen interessanten Leuten. Oder halt so dieses klassische Klischee erfüllen. Ja, ich mache auch noch total viel Sport. Aber ich glaube, ich fände dann tatsächlich, glaube ich, sogar hier mit Serienromantiker cool, weil das haben wir noch nie gespielt. Ich habe immer hier mit, oh, wir wollen eine Familie oder einen Seelenverwandten treffen, aber er ist dann einfach verführerisch. Und das finde ich auch cool. Er hat ja schon das Negativmerkmal selbstsicher, weil es kann auf jeden Fall oft auch in die Hose gehen. Er könnte jetzt natürlich romantisch werden, das würde natürlich auch voll passen, aber er ist ja auch schon verführerisch. Das wäre vielleicht auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Deswegen könnten wir jetzt noch was anderes nehmen. Vielleicht auch materialistisch. Oder wir geben ihm erstmal aktiv oder sowas. Selbstsüchtig. Nee, er ist ja nicht so selbstsüchtig, sondern er ist halt selbstsicher und halt darauf aus, viel Spaß zu haben. Deswegen finde ich, dass selbstsüchtig nicht ganz so gut passt. Vielleicht geben wir ihm doch erstmal das Merkmal aktiv, dass er dann halt auch so ein Pumper ist, der dann halt auch mega geil aussieht und so. Es wird dann auch dazu passen, dass er sehr selbstsicher ist. Und dann könnten wir ihm als drittes dann noch irgendwas geben, wie gesellig oder materialistisch oder romantisch, keine Ahnung. Da könnt ihr dann auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr dann als drittes Merkmal passend finden würdet. Denn da beim dritten Merkmal bin ich mir noch nicht so sicher, aber dann gehen wir jetzt erstmal aktiv hin. Das ist so das Standardding, was man nehmen kann. Okay, und jetzt ist unsere Last Woman Standing dran. Nämlich unsere Elsa und sie wird jetzt auch die Geburtstagskerzen auspusten. Oh, Snow, setz dich doch sonst einfach mal hin. Du kannst gleich Kuchen essen, ja? Sonst mach doch hier deinen Kuchen, dein Dings fertig. Ach so. Okay, und jetzt hat unsere Letzte auch noch Geburtstag. Happy Birthday auch to you. Happy Birthday auch to you. Zu unserem kleinen Sonnenblumen-Mädchen. Du süße Maus. Okay, and happy birthday. Okay, Elsa ist auch älter geworden. Sie hatte bis jetzt schon das Merkmal gesellig. Und bei ihr werden wir definitiv auch irgendwie so Liebling der Massen oder so. Hatten wir nicht so gerade sowas? Freundin der Welt. Dieser Sims möchte so viele Freundschaften wie möglich schließen. Würde schon passen, dadurch kriegt sie auch aufgeschlossen. Aber ich finde sie eigentlich gar nicht so extrem aufgeschlossen. Ich finde, zu ihr passt mehr so dieses, nicht so in dieses, boah, ich will 100 Millionen Freunde, sondern ja, ich stehe gerne im Mittelpunkt.
aufregend, aber vertraue mich nicht so vielen Leuten an. Weil ich finde, das merkt man halt extrem, dass sie zwar schon aufgeschlossen ist und gut reden kann und das auch gerne mag, aber dass sie sich nicht jedem anvertraut. Und ich finde, das würde ich auch gerne so ein bisschen ausstrahlen. Weltbekannte Berühmtheit. Dieser Sim möchte bei allemaßen berühmt werden. Sollen wir Berühmtheit nehmen? Komm, wir nehmen Berühmtheit. Und dann geht sie so auf diese, könnte sie auf diese Schauspielrichtung gehen und dann halt so, sie möchte halt berühmt werden. Sie möchte nicht mit ihm befreundet sein, aber sie möchte gerne berühmt werden. Ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Action. Okay, was können wir ihr denn als Negativmerkmal geben? Sie hat ja bis jetzt gesellig, das ist ja auf jeden Fall positiv. Perfektionistin könnte man nehmen, so in Bezug auf, wie sie aussieht, wie sie sich gibt. Könnte sie eine Perfektionistin sein? Das finde ich, würde auch gut passen. Oder faul, dass sie auch gerne mal chillt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde ihr dann düster geben, dass sie manchmal halt so in sich gekehrt sind. Obwohl sie halt gesellig ist, dass sie manchmal düster sein kann. Oder nicht kokett. Ich glaube, ich weiß nicht, wieso ich jetzt vom einen zum anderen springe, aber ich glaube, wir geben ihr nicht kokett. Weil ich glaube, sie ist so eine, sie will einfach ihr eigenes Ding machen und ist dann nicht so die romantische oder, ja, dass es ihr auch schwer fällt, in der Öffentlichkeit romantisch zu sein. Ich finde, das passt voll gut zu ihr. Sie ist zwar voll die Gesellin, aber halt auf dieser oberflächlichen Ebene. Ich meine, Leute, guckt euch schon alleine an, wie sie generiert wurde. Das ist doch schon so mit Sonnenbrille. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir direkt noch in den Creator Sim gehen, dass ich die alle jetzt auch noch umstyle. Aber das wird dann, glaube ich, auch die letzte Amtshandlung in diesem Part sein, denn das wird jetzt wahrscheinlich noch Stunden dauern. Ich war extra noch CC shoppen, Leute. Ich war extra noch CC shoppen. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß. Lehnt euch zurück mit was zu essen oder keine Ahnung. Das dauert jetzt ja einfach nur ein paar Stunden. Einfach nur ein paar Stunden heute.
Fall, Leute, ich habe gerade eine Stunde Videomaterial aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt nicht genug davon. Jetzt könnt ihr genug haben, aber dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich glaube, ich werde euch die drei einfach nochmal beim nächsten Mal ausführlich zeigen. Ihr habt da jetzt schon einiges gesehen. So, ihr Lieben, ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel zu diesem Part sagen. Es war eine Hälfte Geburtstag, eine Hälfte Umstyling. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich euch vorhin schon gefragt hatte, ob ihr die Merkmale passend findet und auch das, was ich mir noch vorgestellt habe, was wir denen noch für Merkmale geben. Dann könnt ihr dem Part gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut auf jeden Fall auch auf Naka oder auf Instagram Naka Shows vorbei. Dort geben wir euch immer alle Updates rund um alles und auf Twitch spielen wir auch manchmal Sims. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!